wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Marc Marschalls Welt der Musik, Ausgabe Nummer 40. Und wenn ich mir diesen wunderschönen Anfang gerade nochmal verinnerliche, die Glocken läuten, dann dieses wunderbare Trompetenspiel von Holger Bronner, der Philharmonie Baden-Baden, Solotrompeter dort, hat uns vor einigen Tagen schon im alten Ratssaal musikalisch unterstützt. Und dann jetzt, nach seinem letzten Ton, das Vogelgezwitscher, dann könnte ich sagen, ich setze mich jetzt einfach hier schon auf die Treppe, genieße diesen lauen Frühsommerabend mit euch und lausche nur den Klängen der Natur. Aber ich habe mir natürlich zu diesem Zwischenjubiläum, Ausgabe 40, auch einen ganz besonderen Ort ausgesucht. Ich bin hier in Oetigheim auf Deutschlands größter Freilichtbühne. Einem Ort, wo ich schon ganz, ganz viele tolle Dinge erlebt habe. Als Akteur auf der Bühne, mal hier auf diesen Treppen. Ja, da habe ich den Judas gespielt zum Beispiel bei Jesus Christ Superstar. Ich habe den Papageno gespielt mit der Zauberflöte. Und hier auf dieser Bühne, auf die wir jetzt gerade gehen, hier habe ich seit 2001 jedes Jahr mehrere Konzerte im Sommer mit Marschall und Alexander erlebt. Und das waren immer ganz großartige Abende. Und bei den meisten war dieser Herr dabei, René Krömer. Herzlich willkommen, René. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Sätze sagen, weil vielleicht wundern sich einige, die diese Melodie, die Holger gespielt hat, vom Anfang des Abends heute kennen. Und vielleicht in einem Zusammenhang, der nicht unbedingt Freude ausstrahlt, aber ich kann euch sagen, für uns war dieses wunderbare Musikstück kein Anfang vom Ende, sondern im Gegenteil, es war der Anfang, weil diese Bühne, genauso wie viele andere in unserem Land, diese Bühne lebt. Auch wenn viele Konzerte, die ganze Saison hier ins Jahr 2021 verlegt wurden, so arbeitet man hier mit Volldampf hinter den Kulissen, dass ihr alle bald wieder hier sitzen könnt, euch freuen könnt, wenn große Kollegen von uns, von Marschall und Alexander da sind, wenn auch wir da sind, wenn tolle Stücke auf dieser großen Bühne aufgeführt werden, die es so in dieser Form eigentlich nirgends auf der Welt zu erleben gibt. Das ist Oetigheim seit über 100 Jahren und deswegen lasst uns die Kultur feiern, lasst uns Künstler alle gemeinsam feiern, mit euch, mit unserem Publikum, weil wir natürlich auch wissen, die waren die Ersten, die so einen Dämpfer bekommen haben. Und wir hoffen, dass wir nicht die allerletzten sind, die am Ende wieder in Konzertsälen vor größerem Publikum auch live zu erleben sein werden. Heute haben wir einen ganz bunten Mix, aber das kennt man von uns ja. Gestern waren wir im Gefängnis, beziehungsweise im Hotel Liberty, einem ehemaligen Gefängnis in Offenburg. Und für heute, und da kann ich euch versprechen, habe ich schon ein paar Überraschungen noch im Laufe des Abends. Jetzt machen wir erstmal weiter mit einem Musikstück, das ich sehr mag. Es kam auf den Markt 1966 und zwar von Bob Crew mit seiner Bob Crew Generation. Und viele kennen auch die Version von Andy Williams, weil es im Jahr 99 nochmal verwendet wurde für einen Werbespot von Fiat damals. Ihr kennt den Song sicher. Music to watch girls buy. Yep. Hey. The boys watch the girls while the girls watch the boys and watch the girls go by. Eye to eye is all we can be to make them see. Just the name of the game. What's your guy, what's your dame on every street and town? Yeah. Up and down and over and across, romance is boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender love and care. Oh, it's keeping track of the path, watching that, watching back, that makes the world go round. Oh, what's that sound? It's time to hear a loud collective sigh and making music to watch girls by. Hey, Renee! Hey! Yep.
the girls, why the boys, lots of girls, and watch the girls go by. Eye to eye, this only could be to make this scene. La 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 la. Let me hear it, come on. La la la, Brenda. La 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 la. One more time. La 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 la. Ja, ich weiß ja nicht, wo ihr gerade seid, was ihr gerade tut, ob ihr gerade während dem Essen diese Musik hört, diesen Rhythmus und plötzlich dann die Gabel, das Messer aus der Hand legt und sagt, ich muss aufstehen, ich muss mich auch bewegen. Wir hatten einen langen Tag mit vielleicht viel Sitzen oder vielleicht gar nichts tun und nur rumliegen, faulenzen, könnt ihr auch sein. Und jetzt müssen wir ein bisschen locker werden. Music to watch girls, bah. Ja, ihr merkt euch wieder alle Lieder, ja? Der erste? Gibt es ja noch nicht viel zu merken. Noch nicht leicht. René, wie war das nochmal für dich gestern im Gefängnis? Ja, ich wollte mich nicht dran gewöhnen. Ja, ich habe mir... Aber das Hotel war toll. Ja, ich wollte da nochmal hinzugehen, wenn es dann da richtig geöffnet ist und man da mal essen gehen kann. Ich habe mir nochmal Gedanken darüber gemacht, weil es ist ja nicht so, dass immer nur die Menschen eingesperrt werden, die es auch verdient haben. Manchmal gibt es ja auch sogenannte Fehlurteile. Und ich habe im Moment ein bisschen das Gefühl, bei allem, was da draußen passiert und bei allen Schwierigkeiten, die jeder in Verantwortung trägt, das Richtige zu tun, dass so manche Tendenzen, was uns Künstler angeht, die gefallen mir einfach nicht. Und unabhängig von dem, was es mit uns macht, René, habe ich das Gefühl, dass man bei den großen Entscheidungen die Psyche generell der Menschen außen vor lässt und wirklich nur versucht, wieder das messbar zu machen durch den wirtschaftlichen Aufschwung. Natürlich ist der wichtig, aber wir wissen alle, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die vom materiellen her und vom wirtschaftlichen her auf überhaupt niemals in unsere Regionen vorstoßen können und die trotzdem glücklich sind. Und gerade wir, glaube ich, wir Musiker, Künstler aller Art, wir sorgen dafür, dass das Gemüt nicht auf der Strecke bleibt. Dass wir Fröhlichkeit versprühen, Emotionen, die uns ein bisschen ablenken. Und das war ja auch am Anfang meine Motivation zu sagen, lasst uns ein bisschen Normalität erhalten durch diese Abende, die wir jetzt seit dem 16. März gestalten und uns so ein bisschen auch ablenken, in andere Welten abheben. Ich will frei sein und immer nur fliegen, war unser letzter Song gestern Abend. Und es ist mir einfach wichtig zu sagen, wir Künstler, wir sind da für euch. Aber wir wollen auch gewürdigt sein und von euch werden wir das, von unserem Publikum. Aber wenn es um die großen Entscheidungen geht, die auch mit Existenzen zu tun haben, da wünschen wir uns ein bisschen mehr Sorgfalt. Und bevor man eine große Klappe hat, sollte man erst mal drüber nachdenken, ob man da nicht etwas auslöst, auch bei einer Gruppe wie wir sind und viele unserer Kollegen, und uns dann am Ende wieder so nach dem Motto, wir haben das irgendwie ganz anders gemeint. Das gefällt, glaube ich, niemand und da ersparen diejenigen, die Verantwortung tragen, sich viel Ärger und für uns ist es auch besser. Was meinst du? Ja, also bestimmte Worte im Zusammenhang mit Künstlern, wenn da öfters fällt, sind ja verzichtbar. Das ist einfach nicht schön zu hören. Das sollte eigentlich für niemanden gelten in dieser Welt und vor allen Dingen auch nicht für Leute, die Musik machen. Ich bin ja der Meinung, Musik ist absolut systemrelevant und absolut wichtig, aus den genannten Gründen für Seele, für Herz irgendwie. Das ist ein veraltetes Menschenbild, dass wir nur aus Körper bestehen, nur aus Materie. Wir brauchen Lebendigkeit und ich hoffe, wir tun da jeden Abend etwas dazu, dass die innere Lebendigkeit erhalten bleibt. Ich danke dir, René. Und wir kommen zu unserem zweiten Song. Ein weltberühmtes Lied und ich freue mich jetzt sehr, dass Holger uns unterstützen wird. Und ihr kennt das Lied alle. Holger beginnt in spanischer Sprache. Ja. Hey.
amé mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame mucho, das war unser zweiter Song. Den gibt es in so vielen unterschiedlichen Versionen. Ja. Unglaubliche Stars haben diesen Song gesungen. Ja, es gibt solche Evergreens. Dieser Song wird auch viele, viele Generationen nach uns noch begeistern. Da bin ich ganz, ganz sicher. So, und jetzt darf ich mich freuen, weil ich darf den Holger ansagen, der jetzt uns ein... Nein, stimmt nicht. Ich bin jetzt noch mal dran. Genau, ich habe es gerade da vorne liegen sehen. Und zwar ein Stück... Musik- und Filmgeschichte kommen jetzt in unsere Gedanken. Und zwar geschrieben hat diese Musik Nino Rota und der Film, die Trilogie mit dem berühmten Marlon Brando, Al Pacino, Roberto Niro und wer nicht alles in diesem Film mitgespielt hat, James Caan und. Ein faszinierender Film und die Musik ist mindestens genauso groß und emotional. Parla più piano.
Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ti guarda da lassù. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ti guarda da lassù. Insieme a te sempre così. Il nostro amore vive. Eppure il cielo che ti guarda da lassù, insieme a te io resterò. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, è un grande amore, è mai più grande. Grazie Nino Rota. Schön, danke. Ja. Dieses Stück haben wir beide, auch die meisten der letzten so 6 Wochen, noch nie solistisch gemeinsam aufgeführt. Das ist schon eine sehr spannende Zeit, das muss ich sagen. Jeden Morgen das Repertoire auszusuchen, nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten. Die Wahrheit ist immer nur ein Bauchgefühl. Ja, ich suche einfach irgendwelche Lieder aus und dann bespreche ich mich mit René und dann wird geprobt. Und so entstehen diese allabendlichen kleinen Konzerte, die immer mal wieder, und dafür bin ich sehr dankbar,
Unterstützung finden. Unterstützung von Musikern aus meiner Heimat, Baden-Baden zum Beispiel, nämlich von der Philharmonie Baden-Baden, vom Solotrompeter, dieses einmaligen Orchesters, das so viel leistet und das auch schon so viele Jahrzehnte, ich weiß gar nicht ganz genau, welches Jubiläum bei dem Orchester langsam ansteht, das 150. das habe ich noch hautnah miterlebt, ganz, ganz intensiv, das ist aber auch schon sehr, sehr lange zurück. Holger wird jetzt ein Stück für uns spielen von Ennio Morricone, dem großen Filmkomponisten. Und ich glaube, das passt wunderbar jetzt zu dem von mir gerade vorgetragenen Parla di Piano. Das Stück heißt Gabriel's Oboe und ist aus dem Film, in dem auch übrigens Robert De Niro mitspielt und viele, viele andere große Kollegen. Mission heißt dieser Film, sehr sehenswert. Ich kann ihn nur empfehlen und in der Zwischenzeit mache ich mich mal aus dem Staub. Bis gleich. Thank you.
wunderbar. Und, ja, bei solchen Stücken ist manchmal die größte Herausforderung, die vielen Noten richtig zu kleben. Das habe ich nämlich vorhin falsch gemacht, da musste ich alles nochmal neu kleben. Habe es in der falschen Reihenfolge zusammengeklebt, bei der Probe haben wir das dann zum Glück festgestellt. Ja, hat er noch rechtzeitig hingehauen. Jetzt weiß ich nicht, wo der Mark hin ist. Ich fange mal einfach an, vielleicht taucht er auf. Papagino sieht, oh, so ein sanftes Täubchen, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Man schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnte ich mit Fürsten nicht messen, des Lebens als Weiser mich freuen, und wie will Elysium sein, dann könnte ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen, und wie will Elysium sein. Wenn Mädchen oder Wagen und Papagino sieht, oh, so ein sanftes Teilchen, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Ach, kann dich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Sehe ich nicht. Ich bin's nicht. Ja, weit und breit nichts zu sehen, außer René und Holger. Ja. Tolles Stück habt ihr gespielt. Vielen Dank. Gabriel's Oboe von Morricone. Ah, schau mal. Hier habe ich noch was. Die berühmte
Papageno-Flöte. Ich muss ja eigentlich. Mach mal so, dann so und dann so. Ja. Ja, der Vogelfänger bin ich ja, haben wir schon gemeinsam musiziert und deswegen heute nicht, aber Papageno hat ja zum Glück mehrere großartige Auftritte in der Zauberflöte und dass er ein Weibchen am Ende findet, das wisst ihr sicher alle, seine Papagena. Und am Schluss gibt es ganz viele kleine Papagenos und Papagenas. Oh, der hat sein Ziel erreicht. Und wisst ihr was? Hier auf dieser riesigen Bühne, der größten in Deutschland, durfte ich den Papageno, glaube ich, mindestens 12, 13, 14 Mal spielen. Und ich wurde damals nicht nach Tönen bezahlt, sondern nach der Strecke, die ich in jeder Vorstellung zurückgelegt habe. Denn, schaut mal mit, von hier drüben, geht mal da hoch, schaut euch mal da oben noch hin, ja, da oben. Von da, wo dann meine Schlussszene war, da bin ich öfter mal ausgerutscht auf dem Rasen. Dann hier hinten alles, die ganze Perspektive, alles, was ihr jetzt seht, musste ich mehrfach zurücklegen, aber nicht nur das. In Ötigheim gibt es ja Katakomben. Unglaubliches, was hier unter mir alles passiert, an unterschiedlichen Gängen, damit man auch hier großes, großes Theater zelebrieren kann. Und der Papageno, der kennt hier jeden Quadratmillimeter. Und zwar in- und auswendig. Würde mich freuen, vielleicht machen wir mal wieder eine Zauberflöte hier. Wer weiß, noch kann ich mich einigermaßen bewegen. Über die Fliege, ich bin ja ein Vogel. Ja, die Rolle übrigens, und das habe ich ja schon mal erwähnt, wurde geschrieben für Emanuel Schikaneder. Er war der Theaterdirektor des Theater auf der Wieden in Wien und er war der erste Papageno. Und viele sagen, er könnte der allererste richtige Entertainer gewesen sein in professioneller Umgebung. Er war ein richtiger Showman, mehr Schauspieler als Sänger. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum mir diese Rolle so gut liegt. Ich liebe sie, weil sie auch immer wieder mit dem Publikum interagiert und das Publikum immer auf der Seite von dem Hasenfuß Papageno ist. So, was haben wir heute alles gehört, René? Wir haben gehört Music to Watch Girls by, Bésame Mucho mit Holger, dann Parla più piano, dann Gabriel's Oboe und ein Mädchen oder Weibchen. Und die letzte Nummer, ihr habt schon genau mit all den Gedanken, die ich heute schon teilweise euch kundgetan habe, zu tun. Natürlich leben wir auch in Zeiten, wo man auf einiges verzichten muss von der Erinnerung. Und dieses Lied, das Tom Jutz geschrieben hat, für, ich weiß gar nicht für wen, das Original ist, heißt Life is a Song. Ja. Genau, er hat die Musik geschrieben zu diesem Titel und ich habe es vor vielen, vielen Jahren gehört und immer geliebt. Und dann hat Doris Decker für Marshall und Alexander einen wunderschönen Text geschrieben und der passt immer. Und es sind so viele wahre Worte in diesem Stück, dass ich gedacht habe, gerade heute hier, in dieser Moment zwar, menschenleeren Umgebung, aber sie ist gefüllt von unglaublich vielen Seelen, die nur darauf warten, einmal die Bühne wieder zu bespielen und zum anderen dann in diesem wundervollen Auditorium zu sitzen und gemeinsam mit uns Akteuren auf der Bühne wieder Feste zu feiern. Feste der Musik, Feste des Theaters. Und ich weiß, wir sehen uns hier wieder. Erinnerung. Und die Erinnerung bleibt, ganz egal, wohin dein Leben dich treibt, was dir keiner jemals nehmen kann, sind deine Gedanken. Du fragst dich manchmal, worin liegt im Leben der Sinn? Wenn dir Glück immer wieder wie Sand in den Händen zerrinnt, egal wie viel Sommer noch kommen und gehen, Tage verwehen, auf nimmer Wiedersehen.
lass einfach los, es kommt wieder zurück irgendwann. Egal wie viel Winter noch kommen und gehen, Nächte für wen auf nimmer Wiedersehen. Du lachst und du weinst, am Ende ist es gleich, du bleibst für immer reich, denn die Erinnerung bleibt, ganz egal wohin dein Leben dich treibt, weil sie dir keiner jemals nehmen kann, für immer, denn die Erinnerung bleibt, von welcher Seite sich dein Schicksal auch zeigt, was dir keiner jemals nehmen kann, sind deine Gedanken. Egal wie viele Jahre noch kommen und gehen, Paläste für wen auf nimmer Wiedersehen. Du gewinnst und verlierst, am Ende ist es gleich, du bleibst für immer. René, danke. Danke. So, ihr Lieben, das waren wieder 5+1. Mhm. Music to watch girls by. Besame mucho. Parla più piano. Gabriel's oboe. Ein Mädchen. Und jetzt die Erinnerung. Ich bin sehr gespannt, welches Lied ihr euch aussucht. In der Zwischenzeit kann ich euch nochmal sagen, dass wir noch nicht genau wissen, wo wir am Wochenende sein werden. Ja, Turbulenzen. Aber es sind schöne, weil da, wo wir eigentlich morgen sein möchten, es kann immer noch sein, dass wir da landen, bei unserem Freund Ali im Leos in Baden-Baden. Aber viele Gastronomen haben jetzt ein bisschen Lockerung erfahren und machen übers Wochenende dann so Mitnehmen und Zulieferdienst. Und freue mich sehr, wenn das klappt und wenn auch ganz viele da hingehen. Ich kann euch nur sagen, lasst doch mal das Kochen zu Hause. Holt euch die Sachen da oder lasst sie euch bringen. Schmeckt super, hilft allen und ihr habt zu Hause ein bisschen weniger Arbeit. Also vielleicht schaffen wir es trotzdem morgen bei Ali zu sein und wenn nicht, dann holen wir das irgendwann nach. Aber ihr werdet dann morgen schon sehen, wo wir aufschlagen. Ich habe jetzt mitbekommen über Zeichensprache, es gibt zwei Favoriten und da ich ja ein Teamplayer bin, genieße ich es dann auch, wenn der Holger da ist, dass wir uns dann für das Stück entscheiden, wo er auch mitwirkt und das ist dann die Nummer zwei, nämlich Besame mucho, Holger, bitte dich nochmal auf die Bühne sozusagen und wo soll ich mich denn hinstellen? Wenn wir hier bleiben, haben wir dann alle gleich ein Bild. Ja. Ich muss lauter sprechen, bekomme ich denn. Ich habe noch nie in diesen ganzen 40 Konzerten so laut gesprochen wie heute und trotzdem ist es zu leise. Hört ihr denn auch die ganzen Kollegen vom Markt, die mitsingen hier? Lauter Singvögel, die mit dem Papageno zusammen singen. Ja, die singen jetzt mit Papageno und Holger und René, das berühmte Vogellied. Ja. Besame mucho! Ja.